Weitere 30 Jahre mit üblicher Belastung wird die Münchstener Brücke voraussichtlich wieder komplett genutzt werden können, wenn die Sanierungsarbeiten in 2019 abgeschlossen sein werden. An vielen wichtigen Stellen wird die Brückenkonstruktion mit frischem Stahl verstärkt. Der Originalstahl von 1894 weist aber auch noch in großen Teilen einen guten Zustand auf. Die Verstärkungen werden verschraubt, hierzu müssen die Stahlteile durchbohrt werden. Die etwa 5000 Tonnen schwere Brücke wird in 2019 mit einem grauen Schutzanstrich erneuert und technisch ertüchtigt sein. Schon Ende diesen Jahres werden wieder Dampfloks und Güterzüge in 107 Meter Höhe über die Wupper fahren können. Die Aussicht über das Tal ist grandios, wenn auch in der Regel nur aus dem Fenster des Münchsteners zu genießen.